Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Und ja, wir sind in der Rotnarbenhöhle, aber wie ihr seht, nicht ganz da, wo wir aufgehört haben. Grund dafür ist, dass ich natürlich verkaufen war, aber es sich zugetragen hat, dass auf dem Rückweg ein paar neue Leute aufgetaucht sind und keine Ahnung, wie weit die uns jetzt verfolgt haben. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Wenn ich wieder den Punkt treffe, er ist irgendwie ganz klein nur. Zack. Da seht ihr schon, da stehen die ersten. Warum auch immer, aber das soll uns nicht allzu sehr kümmern. Tun wir ihnen einfach weh. Da kommt der nächste. Tja, da konnte ich nicht bis zu Ende reden. So. Die haben immer gute Ausrüstung, die Kollegen. Problem ist, wenn die alle immer wieder auftaucht, muss ich auch immer wieder alles schleppen. Okay, hier sind ein paar Wächter von Ständer aufgetaucht. Lass uns erstmal Licht machen. Ja, ein paar Wächter aufgetaucht. Die haben es anscheinend nicht gepackt. So, wo ist es denn nur? Kerzenschein. Ja, gut. Hätte man vermuten können, habe ich aber nicht. Befehl des Wächters. Lesen wir gleich mal durch. So, nochmal Befehl des Wächters, egal, der wiegt nächstes Jahr mit. Genau, das war nur so. Den Kollegen hatten wir gerade, so ein Kollegin, nee, Kollege, ne, weggeschossen. So, noch irgendwer? Nö. Okay. Hehe, der hat uns nicht gesehen und nicht gehört und was weiß ich. Kaputt. Cool, können wir gleich wieder rausgehen, verkaufen. Die Blumen, die ist von letztens echt alle übersehen, okay. Ja, das ist die Harada-Wurzel. Und so. Ach, das kommt von der Blume, okay. Wunderbar, Hälfte des Gewichts haben wir schon wieder. Dann ab wieder in die Totenlande. So, ich habe keine Ahnung, wie weit die uns verfolgt haben. Deswegen gehen wir trotzdem mal vorsichtig, auch wenn wir letztes schon mal hier lang gelaufen waren. Denn mit Deltras sollte man nicht spaßen, auch mit guter Ausrüstung nicht. Ich weiß, wir mussten über den Feuerfluss, wir sind letztes da rechts lang. Aber wollten eigentlich über den Feuerfluss weiter. Wir gucken jetzt aber sicherheitshalber auf die Karte. Genau. Nee, doch nicht. Hä? Verzeihung, wir sind nach rechts über die Brücke, nicht nach links. Und ich muss gestehen, hier habe ich halt auch ein bisschen Schiss, weil die Gegner sind echt heftig. Und nicht nur einfach so ein bisschen. Okay, das sind wirklich die Blumen, die pupsen einen an. Ja, ich glaube, die Rezepte da haben. So.
Da stehen schon Wächter, oder? Sind es nur Fackeln? Ich glaube, das sind eher Flammendinger. Hier, Feueratronagen oder wie sie heißen. Gucken wir mal. Wir haben genug Munition. Daran scheitert es nicht. Tja, getroffen habe ich wohl nicht. Aber ich habe ihre Aufmerksamkeit. Oh, da kommt auch der Boss anscheinend. Habe ich jemanden getroffen? Wow, ihr seid echt schnell, Mädels. Wow, machst du viel Schaden. Okay, andere Strategie. Ja, ein Lord of Bindings wird mir wohl kaum helfen. Ja? Wahrscheinlich werde ich mir auch nicht leisten können. Versuchen wir es mal. Ja, kann ich mir nicht leisten. Bringe Qualen deinen Besitz. Ja, erstmal musst du das überleben. Eins nach dem anderen. Haben wir überhaupt eine Beschwörung, die wir es leisten können? Dann muss ich jetzt mal kurz zur Magie. Beschwörung. Was läuft ohne Beschwörung? Haben wir da irgendwas aktiv? Ja, Lord of Bindings können wir uns nicht leisten. Das bringt auch nicht viel. Kommt schon irgendwas? Dass das nicht ganz kacke ist, sage ich jetzt mal ganz unhöflich. Beholder. Er wird im Nahkampf nicht trocken können. Die Bogenkolosse sind alle ein bisschen buggy, die klappen nicht gut. Ein Tremora gegen Tremora kämpfen lassen? Na, versuchen wir es mal. Folgt uns nicht mehr. Hä? Ja, wenn wir noch nicht so simpel abgeschüttelt haben. Ich bitte euch. Hat er sich wieder auf seinen Thron gesetzt? Wo ist er hin? Oder ist er wirklich noch an den Pfeil gestorben? Tremora Kin Marsha. Okay. Okay, also wir sollen uns auf jeden Fall den Zauber mal anpinnen. Nicht, weil er jetzt irgendwie krass gewirkt hat, sondern einfach nur, damit wir irgendwas haben, um Beschwörungen mal zu trainieren. So, und jetzt mache ich trotzdem Kerzenschein erstmal wieder, damit wir ein bisschen was sehen. So, genau. Die hat mit Pfeil erlegt, da erinnere ich mich dran. Der muss wirklich aus unserem Bogenschuss gestorben sein. Das kann ich mir gerade nicht erklären. Also nach dem Motto, haut gut zu, aber mehr nicht. Die Ressourcen kommen nie wieder ran. Die Starkheitsachse ist nicht so toll, aber die Elfenmaschinen sind Wahnsinn. Den kann man auch noch, das ist Blutgras, okay. Ja, vielleicht sollte ich. Wie heißt es denn? Nee. Irgend so ein Heilzauber. Healing Blossom, genau. Nö. Na gut, mal 5 Jahre geht. Ja, da war das wirklich der Kollege hier, ja, der Sith Lord. Ach, Wahnsinn. Ey, man kommt und geht hier mit so krass Geld raus. Da ist der andere, den wir schon auf Großdistanz erwischt hatten. Da hinten gibt es anscheinend nicht wirklich was zu holen. Ist gut, ist gut. Gewicht ist noch nicht so gut. Ich will eigentlich nicht nochmal hin und her latschen müssen. Ah, in den Arm getroffen.
Da drüben stehen dann wieder welche. Wahnsinn, was man hier an Geld rausholt. Ja, die da hinten werden mich nicht sehen von der Entfernung. So. Sie ist eigentlich, wir sollen das Schwert besorgen. Habt ihr das jetzt unbewusst schon aufgesammelt? Carter, was sagst du dazu? Da hinten ist er anscheinend gestorben. Bin ich dran vorbeigelatscht. Okay. So, es wird ja hier ungefähr gewesen sein. Nee, noch weiter. Bis zur Kreuzung fast, okay. Da! Da hat er anscheinend wirklich uns vor Zauberung gehauen. Valkyrien. Ah ja, stimmt. Das ist Qual. Schätzt die Verdrängungstaten, Punkte im Brand, brennt jetzt hier leider zu den Schaden. Boah, das ist nicht so überragend. So, wir gehen jetzt trotzdem aber hier weiter. Wie gesagt, wir nehmen noch mit, was wir können. Huch. Ich wollte eigentlich schleichen. Ich habe vorhin schon Kollegen da rumlaufen sehen. Ja, ja. So verguckt? Nee, da schwebt er. Wahnsinn, was hier an Zeug rumliegt. Eine wahre Goldgrube, das Ding hier. Kommt, lasst uns mal schauen, wie unser Dremora das macht. Ich schätze mal Cevi Conjure. Irgendwann den Lord of Bindings will ich mal rausnehmen. Da. Die können uns sprich nicht leisten. Oh ja. Wo soll ich? Soll ich schon direkt drauf gehen? Problem ist, aufs Feuer sehe ich nichts. Da ist er! Du kannst ihn nochmal hauen, noch lebt er. Ach, das ist ein fairer Kämpfer, der wartet. Okay, der ist nicht schlecht, der Kollege. Der haut ordentlich zu. Wäre nur clever, wenn du angreifen würdest. Wo rennt er hin? Egal. Wir lassen ihn jetzt mal rennen, der macht schon irgendwas. Jo. Ich sehe schon, wir sind gleich voll. Schieß mal auf mich. Ja, das mit den Bernsteinen weiß ich auch nicht so ganz, was man damit macht. Und dann habe ich ja noch so Wahnsinnserz oder so. Ich habe schon gedacht, okay, Wahnsinn, das Erz, da kann man garantiert was Geiles machen, aber bisher existiert es. Ja, mein Kollege will dich nicht angreifen. Das ist Pazifist. Weißt du was? Lass mich gar nicht drauf ein. Na, das Lava, da wollen wir jetzt vielleicht nicht zwingend rein. Okay. Was sagt dir die Karte? Karte sagt, ist sie denn gelaufen? So?
Aha. Okay. Ach. Abgekürzt. Da ist noch jemand, seht ihr? Allerdings sind wir noch voll in Sicht. Der Kollege dahin gibt anscheinend nicht auf. Wacht er da eine Riesentruhe? Ja. Da denkt man, das Ding ist vorbei. Dann steht ja noch eine halbe Armee rum. Nee, der hat ein Reitpferd. Oh, fuck. Entschuldigung. Okay. Ja, das war geplant. Das habe ich noch gewusst. Nein, stimmt nicht. Wow. Kehren nach Tamriel zurück, okay. Ja, unser Bogen macht ordentlich was her, wie ihr seht. Apropos ordentlich hermachen. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht nachgedacht. Headshot, naja, oder so ähnlich. Tödlicher Shot auf jeden Fall. Ich dachte, das Pferd wäre eine große Truhe. Es war ähnlich gefärbt. Tätrisches Pferd beschwören. Okay. Was denn alles gibt? Also die Leute werden ordentlich was abdrücken müssen, um das Zeug zu kriegen. Wo ist er denn? Da. Kabum, weg ist er. Rumpeltippe, Pumpe, weg war der Kumpel. Ich glaube, wir sind sicher genug, dass ich Kerzenscheiner wieder anmachen kann. Ach, ich muss ja noch warten, bis der Bogen sich auffüllt. Obwohl er das langsam machen müsste, ja, hat er. So, Kerzenschein schreiben die meisten Leute mit K. So, K wie Karte wäre auch mal ganz toll. Ah ja, da kommen wir wieder zurück. Sag doch, bis dahin sind wir wieder voll. So viel Gold kriegen die ganzen Händler nicht zusammen, wie wir hier machen. Wow, hübsch. Also echt gut getroffen. Genau wie ich. So, ach, da liegt einer. Also, eine Wurzel. Komm, gib's mir. Von der Seite ran. Hat man noch nicht, ne? Boah. Ja, gleicher Schluss. Ja, das kriegen wir nicht mehr mit. Ups, hier sind noch ein paar. Wow, der ist wirklich gut. Ja, kriegen wir nicht mit. Das kriegen wir noch mit. Ich versuche es auch noch so viele
Nee, das lieber nicht zaubern, das ist falsch. Egal. Das haben wir halt nochmal beschworen. Ich wollte eigentlich Kerzen nicht, aber ich habe gestern gedacht, dass ich das Spiel umgelegt habe. Gefühlt ist da der Ausgang. Ja, nur die eine habe ich anscheinend übersehen. So, also ich würde jetzt nämlich aufmachen zu verkaufen, ehe wir dann weitergehen. Ich gehe davon aus zumindest, dass jetzt nichts mehr passiert. Ansonsten schneide ich das erstmal wieder rein und dann sehen wir uns nach der Händleraktion wieder auf der Weltkarte. So, wir sind bei der Rotnamenhöhle wieder. Ich habe ordentlich verkauft und ordentlich Geld gemacht. Und hier oben geht es ja direkt gleich zum nächsten Dungeon. Ich schleiche jetzt mal nicht, weil bei der Entfernung sollte wohl nicht krass viel kommen. Heldenruhe, okay. Kleiner Moment, ist das ja irgendein Erz zum Abbauen? Sieht danach aus, ja. Ich konnte nebenbei nicht alles verkaufen. So viel Geld hatten die Händler nicht dabei. Allein die Stäbe hatten einen Verkaufswert von über 2500. Da muss ein Händler mal seine ganze Theke leer rollen, damit man überhaupt das Ding los wird. Zumindest sinnvoll. Klar, man kann das natürlich auch für ein Apfel und ein Ei verkaufen oder gar verschenken. Ist ja aber nicht Sinn der Sache, gerade weil wir ja mit den tollen Motten in der Lage sind, für 50.000 Gold uns einen Statuspunkt zu kaufen, einen Perk Point. Und deswegen machen wir das nicht. So, gucken wir mal, wer, was wir hier finden. Ne, das sind nur ein paar kleine Sachen. Ein Rucksack, das ist auch ganz nett. Nee, ich wollte eigentlich wieder nicht mitnehmen. Ja, ich weiß, ich hatte es vorhin schon gemacht wieder. Das ist die Gewohnheit, wenn man sieht, ah, das Fünffache des Wertes, pack mal ein. Fünffache des Wertes, Fünffache des Gewichts. Bericht der Wächterin. Ich, Cassipia Sagnus, Wächterin von Stenda, reiche hiermit meinen Bericht über die Untersuchung der Gerüchte einer dunklen Präsenz in Heldenruhe ein. Heldenruhe ist eine uralte Kampfarena, in der die Nord, die Gladiatoren kämpfen, ihr Können unter Beweis stellten. Man nahm lange Zeit an, sie sei zerstört. Sie wurde jedoch kürzlich von Bergbauprospektoren zusammen mit einem neuen Silbervorkommen nahe Schorstein wiederentdeckt. Die Bergleute behaupteten, dort einen Geist, der von Kopf bis Fuß in Rüstung steckte, gesehen zu haben. Das alleine wäre schon beunruhigend genug. Ihre nächsten Worte waren jedoch noch unheilverkündender. Der Geist trug eine mächtige Klinge, die in ihren Köpfen zu flüstern schien. Dies deutet auf das Wirken eines mächtigen dätrischen Artefakts hin. Das einzige bekannte Relikt, auf das diese Beschreibung zutrifft, ist Umbra, das bislang als verloren oder, je nach Bericht, als zerstört galt. Umbra ist eine intelligente Waffe, die einen Träger zum Töten zwingt und anschließend die Seelen der Erschlagenen verschlingt. Sie scheint hier wieder aufgetaucht zu sein, aus bisher noch unbekannten Gründen. Wenn die Erscheinung, die diese Stätte heimsucht, tatsächlich das wiedererwachte Umbra ist, hat die Waffe immens an Macht gewonnen und Schorstein schwebt in großer Gefahr. Ja, das klingt doch toll, das leitet wunderbar schon mal ein, was wir gleich zu tun haben werden. Die Karaffe wollte ich nicht, wollte das Erz und das Geld, aber okay, jetzt haben wir eine Karaffe, was soll's. Lasst uns nur kurz mal den Quest-Log schauen. Bam, da. Zack. Das ist jetzt das, was wir als nächstes angehen dürfen. Wir versuchen das mal mit unserem Detra hauptsächlich zu lösen, dass wir die Zauberschule hochkriegen. Wie gesagt, das ist ja so ein bisschen mein langfristiges Ziel, jetzt noch alle Zauber hochzukriegen, damit ich euch die geilsten Zauber im Spiel zeigen kann, zumindest mit Mods. Die andere kennt wahrscheinlich ja jeder schon. Es sei denn natürlich, man hat nie so weit gespielt oder nicht auf Magie gespielt. Ist ja alles legitim, muss man ja nicht. Ihr seht ja, ich mache hier viel mit dem Bogen und normalerweise spiele ich primär eigentlich ja immer Magier und sekundär ja, Tank. Also Bogen ist zwar jetzt nicht uninteressant für mich, spiele ich aber eher selten und lasse das lieber anderen, wenn man eine Partie spielt. So, jetzt haben wir wieder genug Zeit zum Schürfen. Ihr könnt hier mal in die Kommentare reinschreiben, wenn es so Klassen gibt, gibt es hier jetzt nicht so klassisch, aber was ihr da gerne spielt und warum, also gibt ja verschiedene Sachen, sowas wie, ja, Dieb von hinten, macht doch Spaß, jemanden schleichen zur Dolch, mache ich auch ab und an sehr gerne hier in dem Spiel. Wenn man rankommt, ist natürlich nicht immer so einfach. Magier ist natürlich geil, man kann viele Sachen wirken, Krieger, der hält viel aus. Gibt halt wirklich für alle möglichen Klassen und Builds Pro und Kontras.
Auch wenn jetzt Skyrim natürlich echt verglichen damit schon sehr alt ist und technisch gesehen dahinterherhängt, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nicht alles, was alt ist, ist automatisch schlecht. Klar, wenn man das natürlich als grafisch daneben liegt, neben jetzt den Last Epoch oder so, da kann Skyrim natürlich nicht mithalten, ganz klar. So. Stand ja auch da im Brief, dass das eine Silbermine war oder ist. Eigentlich jetzt ist, war, stimmt nicht. Das Schwert liegt so drapiert, wenn wir das hochnehmen, passiert bestimmt irgendwas. Ihr seht, das sind Druckplatten. Wir machen es mal. Es passiert nichts. Okay. Ich schmeiße es aber direkt raus, das ist nämlich relativ wertlos. Schaut euch das mal an. Ich hatte es wirklich nur gemacht, um zu sehen, ob es triggert. Antwort, nein, tut es nicht. So. Da sitzt jemand, oder? Was ist das? Das ist ein Skivas, ne? Komm. Mein Daedra kann Skivas bekämpfen. Tremora, okay, nicht Daedra. Mein Fehler. Den sollte ich aber lieber auf rechts legen und auf links meinen Kerzenschein. Bäm. So, tu was. Hinter dir, dreh dich um, Trottel. So, der kann die jetzt niedermähen. Derzeit sammeln wir. Und wir kriegen ein paar Punkte in unseren Conjuring-Hauch. Zu beschwören. Sieht jetzt erstmal relativ übersichtlich aus hier. Aha, Pfeile. Gucken, treffe ich mich auch, wenn ich mich daneben stelle. Da. Ach, da hätte ich es entschärfen können. Seht, das habe ich gar nicht gesehen. Da waren solche. Ja. Mhm. Schießen in alle mögliche Richtung, okay. Kann uns höchstwahrscheinlich nicht mehr gefährlich werden. Ich hatte nebenbei nochmal den Bericht reingelesen gehabt, den wir gefunden haben bei den getöteten Freunden. Stand jetzt aber nichts wirklich Weltbewegendes drin. Da geht's noch weiter. Hä? Wieder mal blind gewesen? Da kommt man bestimmt am Ende wieder raus irgendwie. Jetzt nehme ich gerade keinen Griff oder sowas. Okay, ja, wo war ich? Hatte ich reingelesen gehabt. Stand im Prinzip bloß drin, dass sie von Ständer sind, dass sie nicht zulassen, dass irgendwas aus Oblivion rauskommt. Ja, mehr stand da eigentlich auch gar nicht drin. Das war schon die Quintessenz. Okay. Ah, hier ist der Container mit Spezialloot. Oh, echt? Hier so ein kleines Stückchen, Leute. Hm? Ja, komm, versuchen wir mal. Zack. Jo. Das ist wieder Zeug, ne? Wahnsinn. Oh, wow, wow, wow. Echt, das Gebüsch passt nicht darunter. Ich unterschätze manchmal die körperlichen Ausmaße meines Charakters. So. Ehe wir durch die Tür gehen, würde ich sagen, ist das ein guter Zeitpunkt für heute Schluss zu machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, dann geht's munter an der Stelle weiter. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!